Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen und dem Ältestenrat und den Fraktionen für das Entgegenkommen, dass wir in dieser Haushaltswoche eine etwas ungewöhnliche Form der Debattenführung miteinander verabreden konnten. Das hat vieles erleichtert, und ich bin dankbar dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in Zeiten der Unsicherheit, in Zeiten von Umbrüchen. Dieser Haushaltsentwurf der Bundesregierung gibt in diesen Zeiten Orientierung und setzt Prioritäten. Erstens: Rekordinvestitionen in unsere Zukunft und in die Sicherheit dieses Landes und seiner Verbündeten. Zweitens: gezielte Entlastungen, die Abwendung von sozialen Härten. Drittens: die Rückkehr zur Schuldenregel des Grundgesetzes. Aus diesem Haushalt spricht Entscheidungskraft und Konsequenz. Die Zeitenwende konnten wir nicht beeinflussen. Sie ist über uns gekommen durch den schrecklichen Angriff Russlands auf die Ukraine. Aber wir sind nicht schicksalhaft dieser Zeitenwende unterworfen, sondern wir sind Gestalterinnen und Gestalter unseres Schicksals. Und dieser Haushalt gibt dafür eine Richtung vor. Und für den Umgang mit Krisen gibt es ja drei Formen. Die erste Form des Umgangs mit einer Krise ist, die Ängste der Menschen zu teilen. Und das führt schnell zu Entscheidungen nur mit einem geringen zeitlichen Horizont. Dann gibt es die Möglichkeit, die Ängste der Menschen verstärken zu wollen, um daraus politisches Kapital schlagen zu wollen. Darauf zu hoffen, dass sich die Ängste der Menschen in Wahrheit bestätigen, um den eigenen politischen Erfolg darauf zu gründen. Und es gibt den Weg, den wir als Koalition eingehen. Die Ängste der Menschen kennen, aber alles zu unternehmen, die Ängste der Menschen durch entschlossenes politisches Handeln zu reduzieren. Das ist unser Weg. Wir wollen das Land nicht spalten, sondern wir wollen es aus dieser Krise heraus in seine Zukunft führen. Und deshalb ist dieser Etat nicht alleine ein Krisenetat, sondern ein Etat, der auch mutige Schwerpunkte für die Zukunft setzt. Ich denke an die Investitionen, die wir möglich machen in erneuerbare Energien, das umfängliche Finanzierungsvolumen für saubere Technologie, unsere Maßnahmen zur Stärkung, zur Ertüchtigung unserer Infrastruktur. Der Koalitionsausschuss vom Wochenende hat hier noch einen zusätzlichen Schwerpunkt gesetzt im Bereich der Verkehr und insbesondere der Schieneninfrastruktur. 50 Milliarden Euro an Investitionen alleine im Jahr 2023, alleine aus dem Bundeshaushalt. Die Mittel aus den Programmen des Klima- und Transformationsfonds kommen dort noch dazu. Verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Transformation unseres Landes setzen wir nicht trotz der Zeitenwende fort. Die Transformation unseres Landes gehen wir verstärkt an wegen dieser Krise und der Prioritäten, die sie von uns verlangt. All das kostet Geld. All das kostet Geld. Wir führen ja auch eine Haushaltsberatung. Und dennoch erlaube ich mir an dieser Stelle zu sagen, dass das Geld aus dem Staatshaushalt eben nicht allein entscheidend ist, um Zukunft zu gewinnen, sondern möglicherweise ist das, was aus dem privaten Sektor auch an privatem Kapital mobilisiert werden kann, entscheidend dafür, dass die Transformation gelingt. Dafür haben der Kollege Justizminister Marco Buschmann und ich zum Beispiel Eckpunkte für ein Zukunftsinvestitionsgesetz vorgelegt. Und die Bundesregierung hat sich ehrgeizige Pläne gesetzt, um auch schon in diesem Herbst die Planungs- und Genehmigungsverfahren so zu beschleunigen, dass erneuerbare Energie in ihren Kapazitäten gesteigert wird, die Infrastruktur modernisiert wird und auch private wirtschaftliche Vorhaben realisiert werden können. Unser Land kann vieles, unser Land kann mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass das, was in unserem Land steckt, in dieser speziellen Krise auch endlich zur Entfaltung kommen kann.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind ökonomisch in einer außerordentlich herausfordernden Lage. Das wurde durch die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank heute ja auch noch einmal deutlich. Ein starker Zinsschritt, der verdeutlicht, dass alle sich der Herausforderung stellen müssen, die Inflation zu bekämpfen. Um das an der Stelle einmal zu sagen, würde auch niemand jetzt von einem liberalen Finanzminister was anderes erwarten, wenn ich sage, dass wir wirtschaftliche Prosperität und Wachstum wollen. Aber in dieser speziellen wirtschaftlichen Situation liegt die Priorität auf der Bekämpfung der Inflation. Denn Inflation ist das Verarmungsprogramm für die Familien in der Mitte der Gesellschaft. Inflation führt dazu, dass unternehmerische Risiken gescheut und Investitionen unterlassen werden. Deshalb ist die erste Priorität, die Inflation zu bekämpfen, denn sie würde sonst unser wirtschaftliches Fundament unterspülen. Dabei will ich klar machen, dass wir nicht jede Herausforderung mit staatlichen Mitteln abfedern können. Wir können soziale Härten verhindern, wirtschaftliche Strukturbrüche abwenden, aber wir müssen realistisch sein und wir dürfen keine falschen Hoffnungen wecken. Wir können nicht alles abwenden, was an Herausforderungen auf unser Land zukommt. Wir dürfen auch diesen falschen Eindruck nicht erwecken, weil wir den Menschen natürlich die realistische Möglichkeit geben müssen, auch der Wirtschaft sich vorzubereiten. Aber eine Zusage kann diese Bundesregierung geben, das politische Versprechen. Aufgrund von finanziellen Sorgen wird in diesem Land in diesem Winter niemand frieren und niemand hungern. Wir haben am Wochenende ein Entlastungspaket 3 mit einer Größenordnung von schätzungsweise 65 Milliarden Euro politisch verabredet. Es sind nicht nur Maßnahmen, die auf den Bundeshaushalt 2023 gerichtet sind, sondern auch solche, die aus anderen Vorhaben, ich komme gleich kurz darauf zu sprechen, sich speisen. Und natürlich auch in diesem Jahr wollen wir noch etwas möglich machen. Ich spreche über das Wohngeld und das Bürgergeld ab dem 01.01.2023. Aber in diesem Jahr ist es möglich geworden, aufgrund der sorgsamen Haushaltsführung und der Entwicklung der öffentlichen Einnahmen, ist es möglich geworden, in diesem Jahr noch den Rentnerinnen und Rentnern für diesen Winter eine Einmalzahlung von 300 Euro zukommen zu lassen. Ein klares Zeichen dafür, dass die Koalition niemanden in unserem Land vergisst. Wir haben uns vorgenommen, die kalte Progression im nächsten Jahr zu verhindern. Das muss ich an der Stelle einmal sagen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Für mich ist die Abwendung der kalten Progression nicht im engeren Sinne eine Entlastungsmaßnahme, sondern die Abwehr zusätzlicher Belastung. Nehmen wir die Bezieher eines mittleren Einkommens von 43.000 Euro. Das ist das mittlere Einkommen in Deutschland. Im nächsten Jahr sind die 43.000 Euro vielleicht noch 39.000 Euro Kaufkraft wert. Und dann sollen diese Menschen besteuert werden, als wären es 43.000 Euro noch. Das wäre eine zusätzliche Belastung. Und das würde Menschen in dieser schwierigen Zeit, die ihre Gasrechnung selber zahlen, das Leben noch schwerer machen. Und deshalb ist es richtig, dass die Ampelkoalition sich darauf verständigt hat, die kalte Progression im nächsten Jahr zu beseitigen. Ich habe mich jetzt übrigens bezeichnet, dass die Unionsfraktion nicht applaudiert. Vielleicht ist das auch kein Zufall, denn ich habe heute auf Twitter gelesen, dass das Mitglied der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Tilman Kuban, in seiner Funktion als Bundesvorsitzender der Jungen Union gestern auf einer Podiumsdiskussion gesagt haben soll, jetzt sei der falsche Zeitpunkt, die kalte Progression zu bekämpfen. Da möchte ich fragen, wann ist denn dann der richtige Zeitpunkt, die kalte Progression zu bekämpfen? Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie kurz darüber unterrichten darf, dass dieser Deutsche Bundestag rückwirkend zum 01.01. dieses Jahres den Grundfreibetrag und den Arbeitnehmerpauschbetrag erhöht hat. Also insofern, in diesem Jahr gab es dazu bereits Maßnahmen. Nur, der Tilman Kuban kann seine Äußerung vielleicht noch gerade rücken. Ich habe es nicht im Original gehört, sondern nur auf Twitter die,
die Kolportage, aber es hat mir eins gezeigt, wenn ich so ehrlich sein darf, auch die produktive Spannung innerhalb der Ampelkoalition in dieser Frage hat mir eins gezeigt. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir mit der kalten Progression eigentlich dauerhaft umgehen. Wenn ich mit meinen Kollegen Finanzministerinnen und Finanzminister in Europa spreche und wir vergleichen unsere Entlastungsmaßnahmen, dann sagen die immer, ja, wir machen aber nichts bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich in Deutschland schlage vor, dass wir die kalte Progression beseitigen. Wir machen schon was bei der Steuer. Und dann sagen die, ach so, nee, das machen wir ja automatisch. Das zählt bei uns gar nicht zur Entlastung oder Verhinderung von Belastung während der Inflation. Und nach der Diskussion, die wir geführt haben, den Äußerungen, die Tillmann-Kuban zugeschrieben worden sind, vielleicht führen wir einmal die Debatte darüber, zukünftig den Inflationsausgleich im Einkommensteuerrecht automatisch sich vollziehen zu lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und es wird auch Wirtschaftshilfen geben. Der Bundeswirtschaftsminister hat heute dazu ja auch bereits Anregungen gegeben, die wir jetzt gegenwärtig noch konkretisieren. Aber es werden präzise Maßnahmen sein, keine, die vergleichbar sind mit der Corona-Pandemie, nicht vergleichbar sein können, denn wir haben ein Angebots- und kein Nachfrageproblem. Und wir wollen uns natürlich auch den Fragen der Ursachen von steigenden Preisen zuwenden, weshalb die Ampelkoalition ja auch beschlossen hat, dass es eine Strompreisbremse in der Energiewirtschaft geben wird. Wie ich glaube, ein überlegenes Instrument. Denn in Italien hat die dortige sogenannte Übergewinnsteuer nicht zu Staatseinnahmen geführt, sondern zu Klagen gegen den italienischen Staat. Und wir brauchen Hilfe in der Krise und brauchen keine neuen Rechtsstreite mit ihren Unsicherheiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, trotzdem halten wir die Schuldenbremse des Grundgesetzes im kommenden Jahr ein. Der Koalitionsausschuss hat das auch noch einmal am Wochenende bestätigt, dass wir an diesem Ziel festhalten. Eine große Herausforderung auch für diese Haushaltsberatungen, die entsprechenden Schwerpunktsetzungen vorzunehmen unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen wir sind. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht nur eine Frage, das ist mir wichtig zu sagen, eine Frage der Verfassung. Aus Verfassungsgründen ist es ohnehin zwingend. Es ist vor allen Dingen auch ein Gebot der ökonomischen Klugheit. Ich werde morgen bedauerlicherweise wieder eine Terminkollision mit den Haushaltsberatungen. Ich werde morgen in Prag ja beim ECOFIN und bei der Eurogruppe sein müssen. Wir wählen auch voraussichtlich den Managing Director des Europäischen Stabilitätsmechanismus, also insofern leider eine unabweisbare Verpflichtung. Aber ich erwarte, dass wir dort morgen auch im Kreis der internationalen europäischen Institutionen und der Mitgliedsländer der EU und der Währungsunion bekräftigen werden, dass wir zur fiskalischen Neutralität zurückkehren müssen. Dass wir also nicht die Nachfrage und die Konjunktur während der Inflation stärken. Das wird die gemeinsame fiskalische Grundausrichtung sein. Es wird bestätigt werden. Und darin liegt eine höhere Weisheit. Inflation bekämpft man nicht mit immer neuen Staatsschulden, sondern nur dadurch, dass man zurück zur Seriosität und Solidität findet. In dem Zusammenhang darf ich übrigens an einer Stelle auch sagen, dass mir die Äußerungen aus den Reihen der Unionsfraktion gelegentlich in diesen Tagen etwas rätselhaft vorkommen. Wir haben mir auch sehr genau die Beschlüsse der Zugspitze angesehen und das, was Sie hier vorgetragen haben, habe das auch verglichen mit dem, was Sie anlässlich der Haushaltsberatungen 2022 dargelegt haben. Und man muss leider, wenn ich das so höflich bitte sagen darf, den Eindruck gewinnen, dass die Gipfelhöhe ihre Rechenkünste beeinflusst hat. Jedenfalls kritisieren Sie, dass ich in diesem Jahr dem Bundestag vorschlage, 40 Milliarden Euro aus der Rücklage zu entnehmen. Das kritisieren Sie. Damit wir uns nicht missverstehen, ich halte diese Rücklagenbildung auch für falsch, aber ich habe sie nicht gemacht. Die Rücklagenbildung habe ich von einer CDU-CSU-geführten Vorgängerregierung übernommen. CDU-CSU-geführte Vorgängerregierung hat aus der Asylrücklage 2020 eine allgemeine Rücklage gemacht und angekündigt, sie auflösen zu wollen als Anpassungspfad zurück zur Schuldenbremse. Das war Ihre Politik. Jetzt werfen Sie mir vor, dass ich diese Rücklage aufhebe. Das finde ich beachtlich.
Aber noch interessanter ist, dass Sie selbst für den Haushalt 2022 doch bereits beantragt haben, die kompletten 48 Milliarden Euro Rücklage aufzulösen. Da muss man Sie fragen, hätten Sie Verantwortung, was würden Sie dann im Haushalt 2023 machen mit geplünderter Rücklage und ungefähr 50 Milliarden Euro Mehrforderungen? Ich kann nur sagen, die Union war einmal die Partei, die die schwarze Null angestrebt hat. Bei den Haushaltsberatungen der jüngsten Vergangenheit muss ich eher konstatieren, schwarzes Loch sind die Konsequenzen dessen, was Sie vorgeschlagen haben. Schönen Dank. Christian Lindner war das, der Bundesfinanzminister, hatte hier noch mal die Gelegenheit, zu seinem Haushaltsentwurf zu sprechen, 2023 insgesamt ja ein Volumen von 445,2 Milliarden Euro angedockt, war jetzt seine Rede an den Einzelplan 08, das ist der für Finanzen, das ist eigentlich einer der kleineren Etats in Anführungszeichen in dieser Haushaltssystematik. Und jetzt gibt es aber noch Kurzintervention, Tilman Kuban, der angesprochen war von Christian Lindner. Herr Minister, es ist ja erstaunlich, dass Sie sich neuerdings auf Twitter informieren. Es zeigt mal wieder die Qualität der Bundesregierung, dann auch bei der Frage, wie man sich hier in diesem Land eigentlich auf was verlassen kann, was die Informationsquellen ausmacht. Ich wusste allerdings gar nicht, dass Sie gestern auch anwesend sonst gewesen wären, um davon zu berichten, was bei der Veranstaltung diskutiert worden ist. Möchte allerdings unseren Kritikpunkt klarstellen, nämlich, dass Sie auf der einen Seite für die Transferhilfeempfänger, für die Leute, die Wohngeld beziehen, eine Entlastung vornehmen, dass Sie dann für eine große Masse von Menschen, die kleine Einkommen haben, nur einen sehr, sehr kleinen Beitrag zur Verfügung stellen, zur Entlastung und dann für diejenigen, die wieder mehr Geld verdienen, die kalte Progression abmildern. Wir sind dafür, dass Sie diejenigen entlasten, das ist richtig. Aber ich möchte Ihnen auch sagen, die kleinen und mittleren Einkommen in Deutschland hätten mehr verdient als das, was Sie als Bundesregierung leisten. Vielen herzlichen Dank. Herr Minister, Sie können antworten. Kollege. Lieber Kollege Kuban, ich hatte ja eben gesagt, tatsächlich habe ich nur eine Kolportage gesehen, aber jetzt ist nicht ganz klar geworden, ob Ihre Meinung ist, jetzt ist der richtige Zeitpunkt oder nicht. Sie haben jetzt ja ein anderes Argument vorgetragen und nicht gesagt, was Sie tatsächlich gestern Abend gesagt haben. Aber ich glaube, das sollte nicht zwischen uns stehen, denn ich denke in dem Punkt, dass die kalte Progression im nächsten Jahr abgewendet werden muss. Dahinter können wir uns versammeln. Es wird sich ja auch daran ablesen lassen, ob die CDU-CSU-geführten Länder im Bundesrat diesem Vorhaben zustimmen. Und was Sie darüber hinaus gesagt haben zur Entlastungswirkung in der Breite. Die Bundesregierung hat vielfältige, unterschiedliche Maßnahmen, von denen alle Fallgruppen profitieren. Die Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, brauchen natürlich die Solidarität. Ich habe gehört, dass der bayerische Ministerpräsident dazu kritische Anmerkungen gemacht hat. Für uns ist das aber entscheidend, dass niemand im Winter frieren oder hungern muss. Deshalb muss es eine Anpassung dort geben. Und die breite Mitte der Gesellschaft profitiert in vielfältiger Hinsicht. Insbesondere dort, wo Kinder sind und Menschen erwerbstätig sind, gibt es spürbare Entlastungen. Und genau das ist auch die Absicht der Bundesregierung. Wir wollen die Menschen in der Breite entlasten und insbesondere da, wo die Bedarfe besonders groß sind. Herr Minister, ich würde Sie bitten, stehen zu bleiben. Wir haben eine zweite Kurzintervention vom Abgeordneten Kai Gottschalk und da haben Sie auch wieder die Möglichkeit, darauf zu antworten. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Minister. Sie schauten, ich gehe davon aus, Sie haben sich verguckt, so zu uns rüber, als Sie meinten, es gibt Parteien, die würden mit bestimmten Themen Profit aus der Krise schlagen wollen. Ich mache Sie darauf aufmerksam. Ja, da vergeht Ihnen vielleicht gleich das Lachen. Sie haben hoffentlich nicht die Erinnerungslücken des Kanzlers. In Ihrem Wahlprogramm steht, und meine Fraktion hat es des Öfteren jetzt gefordert, endlich den Tarif auf Rädern und tatsächlich die kalte Progression anzugehen. Wir haben bereits, und da sind wir hier verlacht worden, im Frühjahr gefordert, jetzt einzuschreiten und haben die Europäische Zentralbank klar kritisiert für diesen Kurs, den sie eingeschlagen hat. Das macht übrigens
übrigens auch die gesamte Fachpresse. Ich hoffe, da haben Sie sich verguckt. Das Zweite, was absolut, Sie haben es eben angeführt, daneben ist, ist die Expertenanhörung, die Sie nämlich dann zu der Entlastung des Grundfreibetrags und zur Erhöhung vielleicht dann vergessen haben. Da wurde nämlich von allen Experten gesagt, diese Erhöhung, die Sie jetzt beschließen, ist bereits jetzt unzureichend. Das versuchen Sie jetzt vielleicht nachzuholen, aber es ist immer noch nicht unzureichend. Sie können sich vielleicht auch noch erinnern, als ich gesagt habe, 7,5% Inflation bedeuten, innerhalb von 9 Jahren halbiert sich Ihr Vermögen. Da habe ich einen 100-Euro-Schein entsprechend zerrissen. Also ich möchte Sie einfach bitten in Zukunft, wenn Menschen und eine Fraktion mit Fakten, und wir warnen seit 9 Jahren davor, dass dieser Kurs der EZB, dieser Kurs, den wir geldpolitisch, währungspolitisch hier in Europa eingeschlagen haben, zu dem führt, was wir jetzt beobachten, einer galoppierenden Inflation. Und deswegen ist man nicht ein Populist, deswegen ist man kein Angstmacher. Ich weiß, dass Realisten und Menschen, die die Wahrheit sagen, immer einen kalten Wind in Deutschland ins Gesicht bekommen. Aber das möchte ich ja noch mal klarstellen. Und ich bitte Sie, zur Kenntnis zu nehmen und auch da mal darauf zu antworten, ob Sie diese Expertenkommission vergessen haben, die Ihnen klar ins Stammbuch geschrieben hat, der Grundfreibetrag in dieser Höhe ist ein Witz. Ich könnte jetzt noch auf die Entfernungspauschale eingehen, Herr Gottschalt, die wir seit 2005 nicht erhoben haben. Und wenn Sie dann noch sagen, 300 Euro einmalig, auch versteuert, bei mindestens 300 Euro monatlicher Preissteigerung bei Gas, Sie Ihre entlassen Redezeit die Leute, ist dann vorüber. Ist das Hohn. Alles klar, ist in Ordnung. Also den Rest morgen dann, freue ich mich drauf. Herr Minister, Sie dürfen antworten. Ja, Herr Kollege, die Europäische Zentralbank steht ja als unabhängige Institution in der Tradition der Bundesbank und deshalb werden Sie nicht erwarten, dass die Bundesregierung öffentlich Ratschläge an die Europäische Zentralbank erteilt. Inflation ist allerdings nicht nur ein allein europäisches Problem, wie Sie gewiss auch wahrgenommen haben. Ich jedenfalls begrüße, dass die Notenbank jetzt sehr entschlossen gegen die Inflation vorgeht durch den heutigen Zinsschritt. Wir werden das unsere tun, als Bundesregierung in den europäischen Gremien auf fiskalische Neutralität zu achten und sehen uns selbst ja auch in der Pflicht, zurückzukehren zum Verfassungsgebot der Schuldenbremse. Hinsichtlich der Entwicklung der kalten Progression muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass das Verfahren anders ist, als Sie dargestellt haben. Die kalte Progression wird regelmäßig seit etwa einem Jahrzehnt beseitigt, 2 Jahre im Voraus. Das heißt, die Tarife des Jahres 22 und 21 wurden 2020 festgelegt auf der Basis von Existenzminimum und Progressionsbericht. Die Bundesregierung hat sich aber aufgrund der besonderen inflationären Entwicklung dieses Jahres dazu entschlossen, zur Jahresmitte auf der Basis der Frühjahrsprognose rückwirkend zum 1.1. eine außerordentliche Inflationsanpassung bei Grundfreibetrag und durch die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags vorzunehmen. Jetzt geht es um die ordentliche Anpassung der kalten, des Tarifverlaufs zur Vermeidung der kalten Progression im regulären Verfahren, wie alle 2 Jahre. Da haben wir ein Trägergesetz in Vorbereitung, das Inflationsausgleichsgesetz, mit ebenfalls den Entwicklungen Tarifverlauf, Grundfreibetrag auf der Basis der gegenwärtig gültigen Prognose der Bundesregierung. Sie und ich, wir beide wissen, dass diese Zahlen nur vorläufigen Charakter haben. Herr Minister, ich darf Sie an Ihre Redezeit erinnern. Und deshalb komme ich zum Schlusspunkt, dass in diesem Herbst mit Progressions- und Existenzminimumsbericht das Trägergesetz, Inflationsausgleichsgesetz, aktualisiert wird an die Zahlen, die dann geboten sind. Ja, und das hat die Ampelkoalition in ihrem 3. Entlastungspaket vorgesehen. Bevor Sie in Ihre Rede gehen, möchte ich gern noch das Protokoll verlesen, nämlich das Protokoll für die letzte namentliche Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor Covid-19. Auf den Drucksachen 20-2573, 20-3312 und 20-3328. Abgegebene Stimmkarten waren 702. Mit Ja haben gestimmt 386. Mit Nein haben gestimmt 313. Enthaltungen 3. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen.
Und wir das war sozusagen der Nachtrag zum neuen Infektionsschutzgesetz. Darüber wurde namentlich abgestimmt. Also der Bundestag hat dem zugestimmt. Am 16. September müsste dann noch der Bundesrat zustimmen. Dann sollen die neuen Corona-Regeln für Herbst und Winter ab 1. Oktober in Kraft treten. Christian Haase jetzt für die Unionsfraktion. Bericht des Bundesrechnungshofes zur Lage der Bundesfinanzen für die Haushaltsberatung 2023 gelesen. Selten hat es so eine fundamentale, aber auch berechtigte Kritik am Bundeshaushalt vom Bundesrechnungshof gegeben. Fehlende Transparenz, nur scheinbare Einsparungen, zum Beispiel beim Personal, und bedenkliche Schieflagen zulasten des Bundes. Abschließend, und das ist eigentlich die Essenz, die wir für unsere Beratung auf jeden Fall mitnehmen wollten, ein flammender Appell des Bundesrechnungshofes, sich jetzt nicht noch in neue Schulden zu fliehen. Das hat der Bundesrechnungshof schon in einem weiteren Bericht zur Tragfähigkeit der Staatsfinanzen gemacht. Und deshalb, glaube ich, ist das sehr wichtig. Der Bundesrechnungshof kommt dann abschließend zu dem Ergebnis, dass man jetzt klare, wenn auch schmerzhafte Entscheidungen braucht, um wieder auf ein verantwortungsbares Niveau im Bundeshaushalt zu kommen. Besser hätte ich selbst nicht sagen können. Und Sie, Herr Bundesfinanzminister Lindner, können mir fast leid tun an dieser Stelle. Sie müssen immer wieder gute Miene zum bösen Spiel der Ampel machen. Geplatzte Flüssigkeitsdeals, die erste Energiepauschale, wo man Rentner und Studenten vergisst, der Weiterbetrieb der KKWs wird verzögert und eine völlig missratene Gasumlage. Ein Chaos jagt in dieser Regierung das nächste. Und die Lösung ist oftmals die Gießkanne, mit der dann Geld ausgegossen wird über das ganze Land. Jetzt haben wir ein neues Entlastungspaket. Da werden zwar hier und da alte Fehler korrigiert, ich habe darauf hingewiesen. Man nimmt Gott sei Dank einige unserer Vorschläge aus Murnau auf, auch wenn Sie das eben kritisiert haben. Ein Teil davon haben Sie ja offensichtlich dann am nächsten Tag aufgenommen und abgeschrieben. Leider bleibt die Finanzierung für mich etwas unklar. 36 Milliarden hören wir heute. 10 Milliarden werden noch vollkommen ungedeckt für den Bundeshaushalt. Und natürlich auch ein Teil, den dann die Länder übernehmen wollten. Und Sie haben eben kritisiert, dass wir in der Vergangenheit auch zur Finanzierung von Entlastungspaketen die Rücklage einsetzen wollten. Das haben wir tatsächlich vorgeschlagen im Rahmen der Beratung für den Bundeshaushalt 2020, um die kalte Progression schon zu diesem Zeitpunkt zurückzuführen, um den Menschen das Geld wiederzugeben, was seinerzeit aufgrund der hohen Inflation aus ihren Taschen geflossen ist. Wenn Sie das jetzt kritisieren, dann müssten Sie Ihren eigenen Haushalt anders aufstellen oder hätten Ihrem eigenen Entlastungspaket nicht zustimmen dürfen. Das ist nicht in Ordnung. Zum Entlastungspaket, die Angebotsseite, wir wissen das alle, bei der Energie fehlt vollkommen. Leider ist dieses vollkommen ausgeblendet worden. Die Sozialversicherung geht weiter in eine Unterfinanzierung. Wir alle wissen, dass sie auf sehr wackligen Beinen steht. Da nimmt man jetzt noch mal Geld raus. Und die Abschöpfung von Zufallsgewinnen, eine tolle neue Kreation für das Wort Steuererhöhung. Das müssen Sie sich eingestehen in der Ampel. Am Ende wird das die erste Steuererhöhung sein, die Sie gemeinsam beschließen werden. Und dieses ziellose Stolpern zieht sich wie ein roter Faden durch die Arbeit der Ampelregierung. Und das können wir uns eigentlich in diesen Zeiten, in denen es so schlecht ist, nicht leisten. Und deshalb haben wir als Opposition und werden wir als Opposition Vorschläge machen, um Ihnen zu zeigen, wie es besser gehen würde. Wir verstehen uns tatsächlich, das Wort Kreation kommt ja aus der FDP, als Service-Opposition. Wir machen hier nicht auf Radau, auch wenn das uns manche unterstellen wollen, sondern wir werden hier vernünftige Vorschläge machen. Und die Situation im Haushalt ist ja auch nicht vollkommen neu. Aber vor der Corona-Zeit hatten wir noch Haushaltsüberschüsse. Wir haben keine Schulden gemacht. Und natürlich war es dann auch möglich, dass bei der einen oder anderen Sache etwas großzügiger sein. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Der Haushalt ist auf Kante genäht. Und wir müssen an allen Stellen gucken, was richtig ist. Und deshalb ist es alleine schon richtig, dass die Schuldenbremse überhaupt nicht in der Diskussion steht. Ich frage mich, wie etwas, was im Grundgesetz steht und was wir jederzeit einhalten müssen, andauernd wieder in die Diskussion reinkommt. Der Bundesfinanzminister hat mehrfach in der Vergangenheit darauf hingewiesen. Herr Tonka, bei einer Einbringung des Haushalts hat es auch noch mal allen erklärt. Natürlich ist es auch ökonomisch sinnvoll, jetzt die Schuldenbremse einzuhalten. Neue Schulden heißt Anheizen der Inflation. Wir wollen doch noch, dass unsere Enkel und unsere Kinder noch eigene Entscheidungen treffen dürfen. Und deshalb ist das falsch, jetzt die Schuldenbremse anzugehen. Während Herr Tonka da sehr klar war, Herr Lindner, das muss ich jetzt einmal nachfragen, haben Sie gestern gesagt, als Ultima Ratio könnten Sie doch noch mal über die Schuldenbremse nachdenken. Als Ultima Ratio haben Sie ausdrücklich gesagt.
Und dann denke ich mir nach, ja, das ist ja keine politische Entscheidung, auch da haben Sie immer darauf hingewiesen. Was sind denn die Voraussetzungen? Wir brauchen eine außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht. Außergewöhnliche Notsituation ist sicherlich ein Begriff, über den man reden darf, aber Kontrolle des Staates. Das, was Herr Habeck sich in dieser Woche geleistet hat bei der Frage von Wirtschaft und Energie, das ist ein Kontrollverlust. Ja, das sehe ich auch so. Das ist aber kein exogener Schock, das ist ein Kontrollverlust unserer Regierung. Das ist schlimm genug, aber kein Grund, jetzt die Schuldenbremse aufzuheben, nur weil Herr Habeck einen Fehler nach dem anderen macht. Den letzten Punkt, den ich ansprechen will, ist das Thema Zinsen. Auch da dieses Jahr erstmals wieder 30 Milliarden. Das ist das Erbe von Olaf Scholz, auf zweierlei Hinsicht. Er hat zu viel inflationsindexierte Papiere ausgegeben, das ist das eine. Und anstatt auf langfristige Zinsen zu setzen, langfristige Coupons auszugeben, hat er die alten hochverzinslichen aufgestockt und hat das Agio immer wieder verbraucht. Jetzt haben wir ein Disagio, haben 30 Milliarden, die wir zusätzlich aufbringen müssen. Das ist das Erbe von Olaf Scholz. Er hat die Zinswende verpennt. Und trotzdem freue ich mich auf gute Beratung. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort der Dr. Thorsten Rudolph. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe KollegInnen. 1 Million Euro Schulden, ist das viel? Für die allermeisten Menschen in diesem Land ist das natürlich viel. Sie könnten direkt Privatinsolvenz anmelden. Wenn man dagegen der sehr gehobenen Mittelschicht angehört, wie bekanntlich der Oppositionsführer, dann tut 1 Million Euro Schulden zwar weh, aber man kann das zur Not finanzieren. Man muss keine Privatinsolvenz anmelden. Und wenn man Bill Gates ist, dann schaut man kurz, ob nicht irgendwo noch ein Millionchen in der Schublade liegt. Die absolute Zahl sagt gar nichts, Kolleginnen und Kollegen. Es kommt darauf an, welches Vermögen und welche Einnahmen jemand hat. Was für Privatpersonen gilt, gilt auch für den Staat. Die absolute Zahl sagt gar nichts. Genau deshalb ist die Schuldenquote, also das Verhältnis von Schulden zum Einkommen, genauer zum Bruttonationaleinkommen, die entscheidende Zahl. Die Schuldenquote Deutschlands, Sie wissen das, ist durch die Corona-Krise deutlich gestiegen, beträgt aktuell 69%. Das ist der Hintergrund, vor dem die Ampel im vorliegenden Haushaltsentwurf den Etataufwuchs wegen der Corona-Krise konsequent wieder zurückführt und 50 Milliarden weniger ausgibt als noch 2022 und sogar 110 Milliarden weniger als 2021. Dennoch kritisiert die Union, wir haben es gerade wieder gehört, schon beim Haushalt 22 und jetzt wieder, eine angeblich ausufernde Schuldenpolitik und mahnt Einsparungen an. Ausufernde Schuldenpolitik hört sich an, als würde die Schuldenquote weiter steigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Gegenteil ist der Fall. Erlauben Sie mir den Monatsbericht der Bundesbank aus dem Juni mit dem Titel Perspektive der deutschen Wirtschaft für die Jahre 2022 bis 2024 zu zitieren. Über den Projektionszeitraum sinkt die Schuldenquote deutlich auf rund 63%. Hinter dem Rückgang steht vor allem das relativ stark wachsende nominale BIP im Nenner. Trotz der Defizite sinkt die Quote. Nochmal, von 2022 bis 2024 sinkt die Schuldenquote mitten in der Krise um 6%. 6%, das sind rund 230 Milliarden Euro. Einhaltung der Schuldenbremse bei hoher Inflation bedeutet eine riesige relative Entschuldung des Staates, und das in nur 3 Jahren. Erzählen Sie also bitte nichts von expansiver Finanzpolitik. Ihr Gerede von einer angeblich ausufernden Schuldenpolitik bezeugt allenfalls eins, eine eklatante ökonomische Ignoranz. Sehr verehrte Damen und Herren, die CDU-Fraktion fordert übrigens gleichzeitig, dass der Staat die Inflationsgewinne zurückgibt und einen vollständigen Inflationsausgleich vornimmt. Man weiß nicht so genau, was Sie damit meinen, aber Kollege Mittelberg hat jedenfalls am Dienstag noch kritisiert, dass beim Entlastungspaket lediglich Steuermehreinnahmen zurückgegeben würden. Wenn die CDU-CSU sich selbst ernst nehmen würde und ihre markigen Forderungen und tatsächlich einen vollständigen Inflationsausgleich wollte,
bei dem der Staat am Ende weder besser noch schlechter darstellt finanziell, die Schuldenquote also unverändert bleibt, müsste sie sofort einen Antrag auf Abschaffung der Schuldenbremse stellen und ein Entlastungspaket von 230 Milliarden vorschlagen. Aber ich gewöhne mich immer mehr daran, dass die CDU-CSU im Deutschen Bundestag sich selber nicht ernst nimmt. Einerseits eine angeblich ausufernde Verschuldung kritisieren und zugleich einen vollständigen Inflationsausgleich fordern, wie die CDU-CSU das tut, das ist in diesen Zeiten einer hohen Inflation der Selbstwiderspruch als politisches Prinzip. Dazu Forderungen nach Atomkraft und Fracking, die heroische Enthaltung beim Mindestlohn, die Beibehaltung von 219a, schrille Debatten um gendergerechte Sprache, die Vision der CDU für dieses Land erinnert schwer an die frühen 80er Jahre. Und dann vermisst Herr Merz beim Bundeskanzler Führung. Also der Mann, der in seiner eigenen Partei größte Mühe hat, eine kosmetische Mikrofrauenquote durchzusetzen. Mit Verlaub, da muss ich lachen. Meine Damen und Herren, der Bundeskanzler führt dieses Land mit Ruhe und Besonnenheit durch die Krise. In diesen schwierigen Zeiten, in denen sich viele Sorgen wegen des Krieges und der dramatisch gestiegenen Preise machen, ist unsere Botschaft an alle BürgerInnen dieses Landes: You'll never walk alone. Es ist deshalb richtig und notwendig, die BürgerInnen um 65 Milliarden Euro zu entlasten. Es ist richtig, gerade kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Es ist richtig, das Bürgergeld einzuführen, das Wohngeld auszuweiten und das Kindergeld zu erhöhen. Und es ist richtig, die RentnerInnen und Studierenden zu entlasten. Und ich persönlich muss sagen, in Anbetracht der volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die wir zu erwarten haben von einem Energiepreisschock und von der allgemeinen Inflation. Sie wissen, wir bekommen im Oktober das Herbstgutachten und die Steuerschätzung. Kann ich auch sehr gut damit leben und halte es für richtig, dass wir die kalte Progression zurückführen an dieser Stelle. Kurz und knapp, dieses dritte Entlastungspaket ist nicht nur richtig wuchtig, es ist auch zugleich sozial ausgewogen und zielgenau. Unser Land ist zusammen stark, diese Koalition ist zusammen stark, der Kanzler führt und das ist gut so. Herzlichen Dank. Sagt Thorsten Rudolph hier für die SPD-Fraktion, er ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Und zu einer Kurzintervention. Jetzt gibt es noch eine Kurzintervention von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Herr Rudolph, ich habe nur eine kurze Anmerkung, Sie müssen nicht darauf antworten. Der Kanzler, als auch Sie und jetzt auch andere Kolleginnen der Ampel, kommen immer mit dem Never Walk Alone. Mit? Dem You Will Never Walk Alone. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, warum dieses Lied überhaupt eine Berühmtheit erreicht hat. Es ist die Hymne eines Fußballclubs von Liverpool. Ersten Punkt, dann ist er gemacht. Umso schlimmer ist es, wie es verwendet wird. Das Lied hat Bekanntheit bekommen, weil bei einem Fußballspiel 70 Liverpool-Anhänger umgekommen sind. Und danach dieses Lied in ganz vielen Stadien auf der Welt, auch in den meisten in Deutschland, gesungen wird, in Gedenken an den Tod dieser Menschen. Und mich stört es einfach, dass man jetzt in der Krise den Eindruck erweckt, das wäre irgendwie miteinander zu vergleichen. Ich will nur darum bitten, bei der Wortwahl zukünftig etwas pietätvoller mit dem Menschenleben, die dahinter stehen, umzugehen. Eine andere Bitte habe ich nicht, das ist einmal gesagt, das darf man ja auch sagen in so einem Zusammenhang. Ich will nur für die Zukunft daran erinnern, da etwas anders zu agieren. Danke. Herr Dr. Rudolph, Sie haben die Möglichkeit zum Antworten, ne? Ja. Herr Hase, sozusagen, ich finde es völlig legitim, dass Sie das für sich so empfinden und da das so sehen. Wenn Sie mal in einem Fußballstadion waren, das Lied gehört haben und das auch beispielsweise bei der Europameisterschaft gehört haben, wissen Sie vielleicht, welche Bedeutung das Lied heute hat. Und ich glaube, der ganz zentrale Punkt an der Stelle ist, dass das, was eben auch der Finanzminister gesagt hat, die Botschaft an die BürgerInnen dieses Landes ist, keiner muss in diesem Winter hungern und frieren. Keiner bleibt zurück. Und genau das, was damals passiert ist, Heisel meine ich, ne, 85, das darf in diesem Winter nicht passieren. Und die Lage, so wie sie ist, ist dramatisch. Und deshalb ist diese Koalition mit ihrem 65 Milliarden Euro Entlastungspaket höchst verantwortungsvoll und gibt den BürgerInnen und Bürgern ein Signal, sodass sie
in diesen Winter mit Zuversicht gehen können und nicht durch diese Preisschocks sich die Sorgen machen müssen, dass sie ihr Leben, ihre Wohnung, ihr Essen nicht mehr finanzieren können. Und ich glaube, in der Hinsicht drückt dieser Claim, unter dem das steht, das aus, was wir tun und gibt auch genau die Zuversicht, die wir brauchen. Danke. Und wir führen in der Debatte fort. Und der nächste Redner AfD-Fraktion ist Wolfgang Wiele. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Der Bundeskanzler hat Ende Februar die Zeitenwende ausgerufen. Inzwischen ahnen viele, was das für dieses Land bedeutet. Jenseits aller Schönrednerei einen rasanten Niedergang von Lebensqualität, Versorgung und Wirtschaftskraft. Der Haushaltsentwurf 2023 steht im Zeichen dieses Niedergangs. Die wahre Neuverschuldung wird durch Buchungstricks verschleiert. Und so schreibt der Bundesrechnungshof Ihnen, Herr Minister Lindner, und natürlich der ganzen Bundesregierung ins Stammbuch. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Der Haushaltsentwurf wird dem Transparenzgebot nicht gerecht. Die erheblichen Ausgaben in Sondervermögen werden nicht deutlich und es fehlt der Ausweis der echten Nettokreditaufnahmen. In Zahlen: Diese Neuverschuldung beträgt laut BRH mindestens 78,2 Milliarden Euro und nicht 17,2, wie Sie schreiben. Das ist mehr als das Vierfache. Die Schuldenbremse ist damit nur noch formal eingehalten, dem Geiste nach aber rücksichtslos ausgehebelt. Wenn die EZB Staatsschulden mit gedrucktem Geld kauft, führt das zur Geldentwertung. Davor warnen wir von der AfD, seit es die Partei gibt. Der Haushaltsentwurf beweist die Entwertung des Euro unfreiwillig auf drastische Weise. Überall, wo Zahlungen in US-Dollar zu leisten sind, wird mit einem Wechselkurs von 1,13 gerechnet. Aber wir alle wissen, dass der Euro längst unter die Dollarparität gefallen ist. Schattenhaushalte wie der über 100 Milliarden Euro schwere sogenannte Klima- und Transformationsfonds spielen bei der Verschleierung der Haushaltswirklichkeit eine besondere Rolle. Der KTF ist die Spielwiese für Ideologieprojekte und Umverteilung. Im Moment sammeln sich dort auf Kosten der Bürger Gelder aus den schwindelerregenden Strompreisen. Und wenn Sie das neue sogenannte Entlastungspaket ohne Nachtragshaushalt für 2022 am Bundestag vorbei organisieren wollen, wird auch dieser Schattenhaushalt eine wichtige Rolle spielen. Transparenz, Herr Lindner, geht anders. Wegen des Niedergangs Deutschlands zeigen Vertreter der Regierung gerne mit dem Finger auf andere, insbesondere in Richtung Moskau. Die Wahrheit ist aber, dass der größte Teil der Probleme hausgemacht ist. Ehrliche Politik im Interesse Deutschlands müsste die Ursachen des Niedergangs bekämpfen. Überall greift Ideologie um sich, zum Beispiel bei der Energiewende. Dass die Sanktionspolitik zuallererst Deutschland schadet, pfeifen inzwischen die Spatzen von den Dächern. Sie wollten doch mal gut regieren, also kümmern Sie sich darum. Mit Entlastungspaketen die Symptome zu bekämpfen, bringt bestenfalls kurzfristig Erleichterung. Die neuen Haushaltslöcher müssen dann künftige Generationen stopfen. Diesen aber wird das volkswirtschaftliche Einkommen aus vielen Industriezweigen fehlen, die gerade ins Ausland getrieben werden oder in die Insolvenz. Für alle, die mit diesem Begriff etwas anzufangen wissen. Im Gegensatz zur Gesamtlage statten Sie, Herr Minister, Ihr Ministerium Ihr eigenes üppig aus. Beispielsweise steigt der Ansatz für Dienstreisen fast auf das Dreifache und sogar mehr als das Siebenfache der Ist-Zahlen von 2021. Wir von der AfD-Fraktion freuen uns auf die Haushaltsberatung in den kommenden Wochen. Und ich sage voraus, einem solchen unausgewogenen, intransparenten und in Wahrheit zu mehr als einem Sechstel aus neuen Schulden finanzierten Haushalt des Niedergangs wird die AfD-Fraktion nicht zustimmen.
Wolfgang Wiele war das für die AfD-Fraktion. Das ist in dieser Woche ja auch der erste Durchgang des Haushaltsgesetzes. Also abgestimmt wird in dieser Woche zumindest nicht. Es stehen ja erst noch die parlamentarischen Beratungen an. Da kann ja auch noch das eine oder andere verändert werden. Sven-Christian Kindler jetzt für die Grünen, der haushaltspolitische Sprecher. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Finanzminister Lindner, meine Damen und Herren, heute ist Tag 197 seit dem schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Das ist ein fundamentaler Angriff auf unsere Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa, wo Putin statt der Stärke des Rechts auf das Recht des Stärkeren setzt und imperiale Gewalt zur Verschiebung von Grenzen einsetzen will. Zentral für unsere Politik in diesem schweren Herbst, in diesem Winter ist, dass es wir als Koalition in Deutschland, aber auch in Europa, international als Gesellschaften und Staaten zusammenhalten und die Spaltungsversuche, die es gibt von Wladimir Putin und dem russischen Regime durch Energiekriege, durch Cyberangriffe, durch Propaganda, durch Hunger, wo der Kornkrieg als Waffe eingesetzt wird, dass wir diese Angriffe weiter entschieden zurückweisen und das internationale Recht und die Ukraine weiter verteidigen. Denn wir werden die Menschen in der Ukraine weiter unterstützen. Humanitär, diplomatisch, mit Waffenlieferungen und auch mit zusätzlichen notwendigen Sanktionen. Und ich will nicht verhehlen, dass die Lage extrem angespannt und schwierig in diesem Herbst und Winter ist. Und das stellt insgesamt auch unsere Politik, auch die Finanzpolitik, vor große Herausforderungen. Aber wir werden uns als Koalition diesen großen Herausforderungen stellen. Wir werden uns nicht wegducken, wir werden die Verantwortung annehmen und wir nehmen sie an. Und wir spielen nicht die notwendige Unterstützung der Ukraine gegen die notwendige Unterstützung der Bevölkerung in Deutschland aus, wie es heute in der Debatte zum Wirtschaftsetat Sarah Wagenknecht gemacht hat oder so wie es gerade die AfD als fünfte Kolonne Moskaus und des Kremls gemacht hat. Das werden wir nicht zulassen. Und deswegen hat auch der Koalitionsausschuss, der Finanzminister hat es angesprochen, ein großes Entlastungspaket am Wochenende beschlossen mit 65 Milliarden Euro, mit einer Wirkung, dass vor allen Dingen kleine und mittlere Einkommen in dieser schweren Krise sozial entlastet werden. Und der Wirtschaftsminister Habeck hat heute noch mal ein wichtiges Paket für kleine und mittlere Unternehmen angekündigt zur Dämpfung von Energiekosten. Das ist der richtige Weg. Und es ist offensichtlich, der Krieg verschärft viele Probleme, die wir haben. Die Inflation trifft vor allen Dingen uns auch, weil wir so abhängig sind von fossilem Gas und fossilem Öl. Und Kollege Haase von der Union hat auch die Energiepolitik der Ampel angesprochen. Da will ich nur fragen, wer hat uns denn so abhängig gemacht von Gas und Öl? Wer hat in den letzten 16 Jahren regiert, jedes einzelne Windrad blockiert? Warum waren denn die Gasspeicher alle leer, als wir als Regierung übernommen haben? Und warum ist insbesondere Bayern unter der CSU in diesem Winter so in der Grütze? Das ist doch Ihre Verantwortung. Und jetzt sind die Gasspeicher bei 85%. Wir haben vor der Sommerpause das größte Paket für erneuerbare Energien seit 20 Jahren beschlossen. Und der Finanzminister hat es angesprochen. Wir haben einen Klima- und Transformationsfonds auf den Weg gebracht mit einem Volumen von 200 Milliarden Euro bis 2026. Und es ist so zentral, weil wir nämlich damit erneuerbare Energien finanzieren. Wir finanzieren Energieeinsparung, Energieeffizienz. Also wir machen uns eben unabhängig von Putins Gas, insgesamt von Gas und Öl, auch von anderen autokratischen Regimen, machen wir uns unabhängig. Und gerade die Union klagt jetzt dagegen. Das zeigt doch, dass sie nichts in der Opposition verstanden haben und immer die Energie blockieren wollen. Und das werden wir nicht zulassen. Man kann auch jetzt gerade in dieser Zeit nicht den Klimatransformationsfonds kaputt machen wollen oder für andere Aufgaben auch nicht zweckentfremden wollen. Wir sehen, dass die Klimakrise massiv eskaliert durch Waldbrände, durch Überschwemmungen, durch die Dürre, durch die ganze Hitze. Deswegen ist für uns klar, wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir schauen wollen, gemeinsam als Koalition, wie wir dieses Instrument in diesem Jahr auch noch stärken können. Das werden wir uns genau anschauen. Insbesondere bei Energieeffizienz müssen wir gucken, was da noch geht, weil das zentral ist für diesen Winter. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen international vor massiven Herausforderungen aufgrund einer der schwersten Hungerkrisen seit Jahrzehnten. Weltweit fliehen extrem viele Menschen, nicht nur in der Ukraine, vor Kriegen, aber auch vor der eskalierenden Klimakrise.
Und deswegen ist der Bedarf an humanitärer Hilfe, an ziviler Krisenprävention, auch an Ernährungssicherheit so groß. Und für uns ist auch zentral, dass wir in diesen Haushaltsberatungen darüber sehr ernsthaft diskutieren und zentralen Stellen auch nachsteuern. Und die Klimakrise eskaliert. Wir haben eine Corona-Pandemie, die noch lange nicht vorbei ist. Und ich blicke, ähnlich wie der Finanzminister, ökonomisch auf diesen Herbst mit auch Sorgen. Denn wir haben hohe fossilgetriebene Energiepreise. Die EU und die Bundesregierung arbeiten daran, auch die runterzukriegen, indem wir ein neues Strommarktdesign in ganz schneller Zeit entwickeln werden, indem wir auch gucken, dass wir Zufallsgewinne abschöpfen bei Unternehmen und so auch Unternehmerinnen, Unternehmer und Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten werden. Und gleichzeitig haben wir neben diesen fossilen hohen Energiepreisen eben auch einen Nachfrageschock bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil sie verunsichert sind und Unternehmen somit auch gestiegene Kosten nicht einfach weitergeben können, weil sie auch in massive Probleme kommen würden. Wir haben eine Situation, wo Banken jetzt verschärfte Kreditlinien verabschieden werden für Unternehmenskredite. Der Finanzminister hat es angesprochen, die EZB erhöht jetzt den Leitzins wegen der hohen Inflation. Das verschärft natürlich aber nochmal Rezessionstendenzen. Das Institut für Weltwirtschaft geht heute von -0,7% Rezession im nächsten Jahr aus. Und deswegen sage ich auch klar, so ein drohendes ökonomisches Szenario braucht eine aktive Haushalts- und Finanzpolitik. Sie braucht einen handlungsfähigen Staat, der die Menschen und Unternehmen in diesen schweren Zeiten nicht im Stich lässt, sondern unterstützt. Wir sagen sehr klar, wir werden uns in Krisen nicht hineinsparen, sondern das Notwendige tun und das Notwendige finanzieren. Kommen Sie bitte zum Vielen Dank. Sagt hier Sven-Christian Kindler für die Grünen. So, nächster hier am Rednerpult in dieser Aussprache zum Einzelplan 08. Das ist der für Finanzen, ist Christian Görke für die Linke, der Sprecher für Finanzpolitik. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Lindner, mit Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit hat Ihr Haushalt wirklich nichts zu tun. Und ich sage es erst mal ganz platt, Sie tricksen, wo es nur geht. Und das müssen Sie auch, weil Sie das Unmögliche möglich machen wollen. Sie wollen die Schuldenbremse einhalten. Sie wollen keine Übergewinnsteuer. Sie wollen keine höheren Steuern für Superreiche und gleichzeitig investieren und Menschen entlassen. Und sehr geehrter Herr Kindler, das ist die Quadratur des Kreises. Und das wissen auch SPD und Grüne nur zu genau. Denn solange Sie nicht wirklich die Superreichen unangetastet lassen bzw. unangetastet lassen und die Schuldenbremse nicht reformieren, werden die Entlastungspäckchen so sein, wie sie sind. Ernüchternd und auch teilweise eine Mogelpackung. Und dann nehmen wir mal das letzte Päckchen, lauter sowieso Maßnahmen, die ohnehin gekommen wären, die Sie einfach nur neu etikettiert haben, wie Bürgergeld, Wohngeldreform, Homeoffice-Pauschale und den Ausgleich der kalten Progression. Ihr könnt das alles noch fortsetzen. Und die Zuschüsse, meine Damen und Herren, die Sie ausreichen, kommen noch aus den gestiegenen Einnahmen der Mehrwertsteuer, ca. 28 Milliarden. Und Sie geben teilweise noch nur das zurück, was die Menschen an Steuern an der Zapfsäule bzw. an der Supermarktkasse vorher bezahlt haben. Also linke Tasche, rechte Tasche. Und dann, Herr Bundesfinanzminister, Sie sind ja Meister im Verkaufen. Und nehmen wir doch mal das Beispiel der kalten Progression. Abgesehen davon, dass Sie in den absoluten Zahlen, und das ist nicht zu widersprechen, die Gut- und Spitzenverdiener in diesem Land am meisten profitieren lassen bei diesem Gesetzeswerk, lassen Sie sich die Entlastung dann auch noch überwiegend von den Kommunen und den Ländern bezahlen. Von den 10 Milliarden Euro Entlastungswirkung, das wissen Sie, zahlt der Bund gerade mal 4. Um mal in dem Bild zu bleiben, was Sie auch immer nehmen, Sie stellen ein ganz großes Menü zusammen, bezahlen die Vorspeise und schmeißen dann die Restrechnung dem anderen auf den Tisch. Und deshalb ist auch die Empörung in den Ländern von Ministerpräsident Woidke bis hin zu Bodo Ramelow und auch zu den CDU-Ministerpräsidenten recht hoch. Und ich kann die verstehen. Meine Damen und Herren, Sie haben ja angedeutet, und das war bemerkenswert, die Schuldenbremse als Ultima Ratio hier erneut auszusetzen. Aber wir steuern doch gerade darauf zu. Die Firmen kippen doch schon. Nach und nach, heute der Autozulieferer Schneider, Götz, Hakler, bald viele Kleinbetriebe und Mittelunternehmen. Aber auf was warten wir dann? Wir brauchen zusätzliche Spielräume und auch endlich einen Gaspreisdeckel, den wir durchsetzen müssen. Denn die Preisentwicklung beim Gas ist doch noch viel dramatischer als beim Strom. Und andere Länder haben das vorgemacht. Also machen Sie was.
und ändern Sie Ihre produktive Spannung, die Sie den ganzen Sommer an den Tag gelegt haben, und machen Sie nicht schon wieder in den nächsten Stuhlkreis. Insofern hoffe ich, dass wir hier im Gesetzeswerk der Haushaltsberatung noch zahlreiche Änderungen vornehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die FDP-Fraktion erteile ich das Wort Christoph Meyer. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir werden bis November diesen Regierungsentwurf beraten. Und die Debatte heute hat auch gezeigt, dass wir trotz des massiven Investitionsstaus der letzten Jahre, trotz der Krisen, mit denen wir uns beschäftigen, können trotzdem wieder zur Einhaltung der Schuldenbremse kommen, dass wir zurück zur finanzpolitischen Normalität kommen. Und Herr Haase, Ihr Bekenntnis zur Schuldenbremse heute ehrt Sie. Und das ist vielleicht auch eine Rückkehr zur Normalität, wenn man sich Herrn Söder und Herrn Braun in den letzten Jahren vergegenwärtigt hat. Ist das nicht selbstverständlich bei der Union? Und deswegen hoffe ich, dass Sie sich hier in Ihren Reihen durchsetzen können. Und wir ermöglichen mit dem dritten Entlastungspaket in der Tat zielgenaue Unterstützung. Und ich bin Christian Lindner sehr dankbar, dass er das Thema Abbau der kalten Progression auch richtig eingeordnet hat. Dass es eigentlich darum geht, im Vorfeld von weiteren Entlastungsmaßnahmen als ein Gebot der Gerechtigkeit den Menschen nicht noch mehr Geld aus der Tasche zu nehmen und durch den Abbau der kalten Progression hier so etwas wie Steuergerechtigkeit herzustellen. Und ich finde es schade, Herr Haase, dass Sie die Initiative, den Vorschlag von Christian Lindner eben zu sagen, dass wir in der Tat hier zu einer automatischen Anpassung kommen sollten, was nach meiner Erinnerung auch in Ihrem Wahlprogramm steht, nicht aufgegriffen haben und sich hier vielleicht eingereiht hätten in die Argumentation. Und wenn wir über die Schuldenbremse reden, dann sollten wir so ehrlich sein, dass wir nicht nur über 2023 reden müssen, sondern auch über 2024 und 2025. Und hier werden die wahren Bewährungsproben für uns kommen, weil wir dann in der Tat sicherlich die Rücklagen nicht mehr in dem Maße angreifen können. Und ich glaube, das ist das, was wir hier zum Thema Haushaltswahrheit auch sagen müssen, dass die nächsten Jahre finanzpolitisch herausfordernd werden. Deswegen ist es gut, dass Christian Lindner darauf immer wieder Wert legt, dass es ein Gebot der Verfassung ist. Das gilt für uns alle. Und dass es auch in der Tat zum Dämpfen der Inflation, die Inflationserwartungen wurden jetzt ja auch gerade von der EZB noch mal nach oben angepasst, eine zentrale Aufgabe dieser Regierung sein wird. Wir müssen die Staatsfinanzen zukunftssicher machen. Und auch da, wenn wir uns das letzte Jahr vergegenwärtigen, war der ein oder andere politische Akteur durchaus dabei. Dreistellige Milliardenbeträge über Kreditprogramme aufnehmen zu wollen. Ich bin froh, dass das sich jetzt so nicht mehr materialisiert, sondern dass wir jetzt in der Tat darum ringen, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Und auch das hat Christian Lindner formuliert, dass am Ende wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass nur privatwirtschaftliche Investitionen hier den Hebel für die Zukunft machen, für die Zukunftsfähigkeit des Landes. Und auch daran müssen wir arbeiten. Und die Debatte, die hier und auch am Dienstag bereits geführt wurde und die auch mein Vorredner schon wieder versucht hat aufzubringen, ist ja auch interessant. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren so eine Art Raub- und Beutegemeinschaft der Länder gesehen. Wir haben jede Bundesratszustimmung, die irgendwo nötig war, mit viel Geld erkauft als Bund. Und wir müssen einfach feststellen, dass die Leistungsfähigkeit des Bundes an vielen Stellen hier erschöpft ist. Und deswegen ist gerade die Union, aber auch das gehört dazu, sind gerade die Grünen mit ihren Regierungsbeteiligungen in den Ländern in der Verantwortung, Sorge zu tragen, dass die Bundesländer sich hier ihrer staatspolitischen Verantwortung bewusst werden. Wir haben die Corona-Hilfen zu über 80% durch den Bund finanziert. Wir haben im ersten Halbjahr eine deutliche Schieflage bei den Finanzen zwischen Bundes- und Länder- und kommunaler Ausgaben. Und wir haben 50, 55 Milliarden Euro Ausgaben, die der Bund für die Länder übernimmt. Und die Debatte werden wir in den nächsten Monaten führen müssen. Wir reden ja eigentlich über den Einzelplan 08. Und es ist heute noch nicht erwähnt worden, deswegen, glaube ich, ist der Aufschlag, den Christian Lindner mit dem neuen Bundesfinanzkriminalamt in den letzten Wochen gemacht hat, ebenfalls hier zu erwähnen, auch wenn er sich in den Haushaltsberatungen 2023 so noch nicht materialisieren wird. Das zeigt, dass wir auch hier die Versäumnisse der Vorgängerregierung angehen.
Und ich hoffe, dass die Bundesländer auch hier sich ihrer Verantwortung bewusst sind und dazu einen Beitrag leisten, dass wir hier auf einen guten Weg kommen, was die Bekämpfung von Schwarzarbeit angeht. Da kann man klatschen, ja? Ich könnte jetzt noch ein paar Sachen zur Union sagen. Zum Beispiel, wer hat denn die inflationsindizierten Anleihen seinerzeit eingeführt? Das war doch der Bundesfinanzminister Schäuble. Auf der einen Seite loben Sie sich für die schwarze Null in den Vorjahren, auf der anderen Seite sagen Sie einen Satz danach, dass quasi durch dieses Instrument letztlich wir hier einen Taschenspielertrick der Vorgängerregierung hatten. Sie erzählen jetzt, dass die oder versuchen jetzt das Abschmelzen der Asylrücklage im Jahr 2022 bei den Haushaltsberatungen, dass das in Ordnung war. Am Dienstag kritisieren Sie es frontal und so könnten wir alle einzelnen Punkte angreifen. Ich bin gespannt, Herr Haase, welche Maßnahmen Sie im Sinne des Rechnungshofes denn hier an Konsolidierungsbeitrag in den Haushaltsberatungen einführen. Da können wir dann diskutieren. Ich freue mich auf die Beratung. Danke. Und für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort Jannik Bory. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Mayer, gestatten Sie mir eine Bemerkung zu Beginn, um das vielleicht auch in der Debatte noch mal klarzustellen. Die Beseitigung der kalten Progression wird an der Union ganz sicher nicht scheitern. Was mich vorher dagegen überrascht hat, war, als Ihr Finanzminister es verkündet hat, dass außer der FDP-Fraktion von der Ampelkoalition nicht einer geklatscht hat. Und lassen Sie uns gerne den Lackmustest machen und im Rahmen der Haushaltsberatung das Thema kalte Progression mit dem gemeinsamen Maßgabebeschluss unterlegen. Wir sind dazu bereit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist mehrfach jetzt in der Debatte auch angesprochen worden, selten so sehr auf eine kluge Finanzpolitik angekommen wie in der aktuellen Situation. Die Menschen, die Familien in unserem Land fragen sich, wie sie finanziell über den Herbst, über den Winter kommen sollen. Die Unternehmen, der volkswirtschaftliche Kern von der Industrie bis in den Mittelstand fragt sich, ob er denn den Winter ökonomisch überleben wird. Und in dieser Situation kommt es auf eine kluge Finanzpolitik an. Und Herr Minister, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das vorhin auch so deutlich betont haben, in der wir mit Fiskalpolitik, mit fiskalischen Impulsen Inflation nicht noch weiter anheizen. Ich will aber auch dazu sagen, das wird die Bewährungsprobe oder eine der Bewährungsprobe für Sie als Minister nun werden, nachdem Ihr Start als Finanzminister von Rekordschulden geprägt war, da die Kurve jetzt hinzukriegen, zu soliden Haushalten zu kommen und sich da, wenn ich mir die Reden anschaue, auch Ihrer Ampelpartner, sich da auch innerhalb Ihrer Koalition durchzusetzen. Ich bin gespannt auf die Haushaltsberatungen in der Hinsicht. Und Herr Minister, das gilt nicht nur national, das gilt auch auf europäischer Ebene. Denn neben der Debatte um den Bundeshaushalt werden wir in den kommenden Wochen und Monaten die Reform des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts, die Reform des europäischen Fiskalrahmens diskutieren. Und ja, der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt ist reformbedürftig, aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht deswegen, weil die Regeln angeblich zu streng wären, sondern weil sie zu kompliziert sind, weil sie zu viele Ausnahmen zulassen und damit schlicht nicht durchsetzbar sind. Und auch deswegen, Herr Minister, bin ich froh und ist es gut und wichtig, es kam deutlich zu spät, aber es kam, dass Sie sich mit Vorschlägen in diese Debatte eingebracht haben. Was aber dann nicht zusammenpasst, ist, dass Sie auf der einen Seite sich in der deutschen Diskussion dafür feiern lassen, dass Sie die Schuldenbremse richtigerweise wieder einhalten wollen, aber gleichzeitig vorschlagen, die europäischen Schuldenregeln weichzuwaschen, die europäischen Schuldenregeln auszuhöhlen. Und das tun Sie. Das beinhaltet Ihr Vorschlag, wenn man sich den mal genau anschaut. Ich will Ihnen zwei Beispiele nennen. Das eine Beispiel ist, dass Sie den verbindlichen Schuldenabbaupfad, also die Verpflichtung, die Verschuldung, wenn sie die Regelgrenzen übersteigt, zurückzuführen, de facto außer Kraft setzen wollen. Notwendig wäre es, den Abbaupfad realistisch zu gestalten, ihn zu reformieren. Das ist der Schlüssel und nicht die faktische Außerkraftsetzung. Die steht aber in Ihrem Papier drin. Und der zweite Punkt, den ich auch herausgreifen will, ist, dass Sie die Ausnahmeklausel noch weiter ausweiten wollen. Damit
den Stabi-Pakt noch komplizierter, noch weniger durchsetzbar machen wollen, als er momentan ohnehin schon ist. Ihre Vorschläge verwässern die europäischen Schuldenregeln, machen sie noch weniger durchsetzbar. Und dieser Widerspruch, Herr Minister, weckt erneut Zweifel daran, wie ernst Sie es mit solider Finanzpolitik wieder meinen, oder anders formuliert, ob am Ende der liebe Koalitionsfrieden in der Ampelkoalition nicht vielleicht wichtiger ist als die Prinzipien, die Sie finanzpolitisch gerne und richtigerweise ins Schaufenster stellen. Herr Minister, es geht in den kommenden Wochen und Monaten um mehr und um Wichtigeres als um Ihren Koalitionsfrieden. Es geht darum, Finanzpolitik national und europäisch so aufzustellen, dass wir die Inflation bremsen. Genau daran werden wir Sie messen. Vielen Dank. Janik Buri war das für die CDU-CSU-Fraktion. So, einen Redner haben wir jetzt noch hier zur Finanzdebatte, zur allgemeinen Finanzdebatte. Auch der Einzelplan Finanzen fehlt hier runter. Das ist Carlos Kasper für die Sozialdemokraten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Sprudelnde Steuereinnahmen, eine florierende Wirtschaft und Wachstum sind spätestens seit diesem Jahr keine Selbstverständlichkeit mehr. Das zwingt uns jedoch, genauer auf die von uns finanzierten Projekte zu schauen und gegebenenfalls den Rotstift anzusetzen. Gerade deswegen lohnt es sich aber auch, nochmal auf die Einnahmenseite zu schauen und gegebenenfalls die Einnahmen zu erhöhen. Um das zu schaffen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann erstens Steuern erhöhen und zweitens auch die Schuldenbremse nicht mehr einhalten. Es gibt aber auch eine dritte Möglichkeit, nämlich, dass wir noch stärker gegen Steuerbetrug und Geldwäsche vorgehen. Und da haben wir großen Nachholbedarf. Das hat uns nicht erst der kürzlich erschienene FATF-Bericht, sondern auch die Umsetzung der Sanktionen nochmals vor Augen geführt. Jedes Jahr werden laut Schätzungen in Deutschland über 100 Milliarden Euro gewaschen, hinterzogen und nicht ordnungsgemäß abgeführt. Und davon ist jeder Euro schmutziges Geld einer zu viel. Dieses Geld stammt aus kriminellen Quellen, Steuerbetrug, Schwarzarbeit, Drogen- und Menschenhandel und häufig auch, und das kommt leider zu wenig vor, Umweltkriminalität. Das schwächt unsere Demokratie, denn das Vertrauen in Prozesse schwindet. Es schadet dem sozialen Frieden, denn die Sozialkassen werden leerer. Und letztendlich führt es eben auch dazu, dass wir unsere Projekte nicht mehr finanzieren können. Dagegen müssen wir stärker vorgehen. Dazu brauchen wir effektive Finanzermittlungen. Wir müssen wissen, wo das Vermögen herkommt, wo es hinfließt, wer es kontrolliert und vor allem, wer davon profitiert. Ich bin deswegen froh, dass unser Bundesfinanzminister nun einen Vorschlag gemacht hat, wie der Kampf gegen schmutziges Geld besser organisiert werden kann. Das war ein erster guter Aufschlag, aber wir müssen aufpassen, dass nicht nur Vorschläge gemacht werden, um von internationalen Berichten abzulenken. Wir dürfen nicht nur Vorschläge machen, um sie ins Schaufenster zu stellen. Vorschläge sind nur dann gut, wenn sie durchdacht sind und vor allem auch mit verschiedenen Akteurinnen abgestimmt. Was aber auf jeden Fall klar ist, wir brauchen eine bundesweite Einheit, die nicht nur gezielte Finanzermittlungen bei verdächtigen Vermögen durchführt, sondern auch internationale Sanktionen durchsetzt. Und sie kann eben nur dann vorarbeiten, wenn die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen wurden und passende Instrumente vorliegen. Vor allem brauchen wir das Instrument einer Suspicious World Order. Also die Möglichkeit, verdächtiges Vermögen schon dann einzufrieren, wenn bereits gewisse Risikomerkmale vorliegen und nicht erst, wenn eine Straftat vorliegt. Dafür muss aber auch ein Transparenzregister dringend besser gemacht werden. Die Daten müssen vollständig sein und ihre Richtigkeit muss immer wieder überprüft werden. Denn nicht zuletzt kann durch fehlende Angaben im Transparenzregister verschleiert werden, wer die Kontrolle über bestimmte Firmen und damit auch zum Beispiel über Immobilien hat. Nicht nur, dass viele Firmen ihre Pflicht zur Eintragung eines wirtschaftlichen Berechtigten nicht erfüllt haben, häufig finden wir auch verschachtelte Firmenkonstrukte vor, deren Spuren in Steueroasen verlieren. Aber allein ein Transparenzregister reicht nicht aus. Um Klarheit darüber zu erhalten, wem Immobilien gehören, brauchen wir ein zentrales, abrufbares und digitales Grundbuch. Und da erwarte ich, dass die Länder ihrer Verantwortung ebenfalls gerecht werden. Ich bin gelernter Rechtspfleger. Ich weiß also, wie Grundbücher geführt werden. Als ich 2014 mein Studium begann, hatten wir bereits die Diskussion um ein bundesweit digitales und vernetztes Grundbuch.
8 Jahre später sind wir anscheinend immer noch nicht viel weiter und ein vollständig digitales Immobilienregister wird wohl erst in ein paar Jahren möglich sein. Und deswegen will ich den Ländern sagen, macht es besser, macht es schneller und werdet eurer Verantwortung bei der Geldwäschebekämpfung bewusst. Ihr habt nicht nur Nachholbedarf beim Immobilienregister, sondern eben auch bei der Kontrolle im Nichtfinanzsektor. Weil bereits dort die Kontrollen mangelhaft sind, kommen jährlich 30 Milliarden Euro gewaschenes Geld in den Kreislauf. Aber auch als Bund haben wir Verantwortung. Und dieser Verantwortung kommen wir mit diesem Bundeshaushaltsplan nach. Im Einzelplan 8 führen wir die Stärkung des Zolls fort, die in den vergangenen Jahren unter Finanzminister Scholz begonnen hat. Denn die Erwartungen an den Zoll sind immer weiter gewachsen. Das betrifft vor allem die polizeilichen Arbeiten, wie die Bekämpfung von Schwarzarbeit, den Schmuggel oder eben auch der Kampf gegen Produktpiraterie. Umso wichtiger ist es, dass wir nochmals im Haushaltsplan einen Stellenaufwuchs beim Zoll vorsehen. Wir investieren aber auch weiter in die Dienstsitze der Hauptzollämter. Wir kümmern uns um die Beschäftigten des Zolls, damit sie für uns die Steuern annehmen, Waren abfertigen und die Einnahmen der Sozialkassen sichern. Denn nur so gewährleisten wir, dass der Zoll auch weiterhin über die Hälfte der Steuereinnahmen des Bundes einnehmen kann. Kommen Sie bitte zum Schluss. Jeder investierte Euro in den Zoll lohnt sich, denn der kommt um ein Vielfaches zurück. Vielen Dank. Ja, und Carlos Kasper hier als letzter Redner zu diesem Einzelplan 08. Der hat auch noch mal sozusagen einen Hinweis gegeben, wofür das Geld eigentlich, was hier formal unter das Finanzministerium fällt, das ist ja ein relativ kleiner Etat, 9,51 Milliarden Euro. Aber viel von diesem Geld fließt in die Ausgaben für die Zollverwaltung. Und beispielsweise ist in diesem Etat auch eine Wiedergutmachungssumme des Bundes von ungefähr 1,43 Milliarden Euro veranschlagt für die Entschädigung von Opfern des nationalsozialistischen Verfolgung. Also das